Taufe. Die Taufe ist ein christlicher Ritus, der seit der Zeit des Neuen Testament besteht. Die Auffassung über Voraussetzung, Durchführung und Wirkung der Taufe sind in den jeweiligen Konfessionen verschieden. Sie kann die Eingliederung in die Gemeinschaft der Christen oder ein öffentliches Glaubensbekenntnis bedeuten. Interessant. Das findet man, wenn man bei Google Taufe eingibt. Aber diese Antwort ist weit weg von der biblischen Auffassung von der Taufe. Denn nicht nur ist die Taufe essentiell für deinen Glaubensweg, sie ist auch die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Also, was ist die Taufe? Werde ich so Mitglied in der Gemeinde? Muss ich getauft sein, um in den Himmel zu kommen? Und macht es Sinn, Neugeborene zu taufen? Was geht? Corey hier. Und das letzte Mal habe ich euch gefragt, ob ihr getauft seid. Manche haben ja gesagt, manche haben nein gesagt, manche haben gesagt, keine Ahnung, was das ist. Und das möchte ich heute klären. Ich möchte klären, was ist die Taufe? Müssen wir uns taufen lassen? Oder müssen wir getauft sein, um in den Himmel zu kommen? Und sollten wir kleine, neugeborene Babys taufen? Und was sagt die Bibel dazu? Das Wort an sich, Taufe, bedeutet so viel wie eintauchen, untertauchen, tauchen oder einfach nur waschen. Und macht ja auch irgendwie Sinn, weil was jeder eigentlich mit Taufe verbindet, ist Wasser und das Untertauchen von Wasser. Oder wie die Katholiken es machen, das Wasser sprinkeln über die Person. Es gibt ja unterschiedliche Taufen. Es gibt ja einmal die Taufe, wo man untergetaucht wird. Oder es gibt die Taufen, wo Priester Babys ins Wasser fallen lassen. Aber alle haben irgendwas mit Wasser zu tun. Wenn ich von der Taufe rede, rede ich von zwei Arten. Einmal die Taufe zur Buße, wie Johannes sie gelehrt hat. Also mit Wasser, wie in Markus 1, Vers 4, wo es heißt, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Man erkannte seine Sünden, bekannte es vor den Menschen und ließ sich dann taufen, wie in Matthäus 3, Vers 6. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die, die ihre Sünden bekannten. Man kann auch sagen, die Taufe symbolisiert das Sterben und die Wiederauferstehung von Jesus. Das Untertauchen ins Wasser wäre dann das Sterben und das Wiederaufkommen ist dann die Auferstehung. Und dazu lesen wir später auch noch mal ein bisschen mehr. Außerdem symbolisiert diese Taufe auch das Reinwaschen von diesem Dreck, von dieser dreckigen Sünde. Die zweite Art der Taufe, von der ich rede, wenn ich Taufe sage, ist die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist die Entscheidung für die Nachfolge von Jesus Christus und letztendlich das Gerettetwerden. Markus 1, Vers 8, da sagt Johannes, ich habe euch mit Wasser getauft, die Taufe zur Buße. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Da sehen wir diese zwei Unterschiede. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt, tut Buße und lasst euch taufen im Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Petrus spricht hier von einer Kombination. Beide Taufen sind wichtig, aber die zweite Taufe, das ist die entscheidende. Das ist die Taufe, die dich rettet. Denn ohne diese Taufe kannst du nicht in den Himmel kommen. Dass die Wassertaufe nicht heilsentscheidend ist. Und heilsentscheidend sage ich, wenn es darum geht, ob es notwendig ist, um in den Himmel zu kommen oder nicht. Aber die Wassertaufe, sie ist nicht heilsentscheidend. Und das sehen wir auch in Lukas 23, Vers 39 bis 43. Das ist die Szene, wo Jesus am Kreuz hängt und als der Erste sich ein bisschen über Jesus lustig macht, zeigt der andere aber ein bisschen Reue oder Verständnis, dass Jesus zu Unrecht hier hängt. Und dann sagt Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wieso? Weil Jesus in ihm den wahren Glauben gesehen hat. Also ein Beispiel für die erste und zweite Taufe sage ich immer, wenn du am Sterbebett liegst und dann in dich entscheidest, Jesus anzunehmen, dann hast du die erste Taufe gemacht. Und wenn du dann sofort stirbst, ist es nicht mehr heilsentscheidend, wie ich gesagt habe, die Wassertaufe noch gemacht zu haben.
um letztendlich in den Himmel zu kommen. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich sage. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und was sollte die Taufe eigentlich tun? Die Taufe sollte dich freimachen von der Sünde. So, dass letztendlich die Sünde nicht mehr herrscht über dich. Bevor du dich taufen lässt, ist es noch so, dass du dich von der Sünde leiten lässt. Die Sünde ist so schmackhaft, dass du gar nicht wirklich widerstehen kannst. Du kannst es natürlich versuchen aus eigener Kraft, aber irgendwann wirst du brechen. Wenn du aber die Taufe hinter dir hast, geht es eher andersherum. Heißt, du gehst mehr auf Gott zu. Die Sünde, die wir da noch tun, das ist ein Versehen, ein Ausrutscher, aber nicht, dass die Sünde über dich herrscht. In Kolosser 2, Vers 11 bis 13 heißt es: Durch eure Zugehörigkeit zu Christus werdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Das beschreibt schon alles. Wir waren tot und durch die Taufe sind wir lebendig geworden. Wir waren tot und hatten eine schwarze Weste und hatten das Recht auf den Himmel verloren. Aber mit der Taufe wurde unsere Schuld vergeben. Wir haben eine weiße Weste bekommen, die nicht mehr schmutzig werden kann, und haben sozusagen unser Ticket fürs Himmel in der Hand. Das heißt jetzt nicht, dass wir nie mehr sündigen, denn wir leben noch in diesem in dieser fleischlichen Natur, darin leben wir noch. Das heißt, wir haben noch diese Begierden und Lüste und so weiter und so fort. Aber dieses Fleisch herrscht nicht mehr. Das heißt, wir können auch, wenn wir stärker im Geist leben, also das, was Gott möchte, Gottes Wille tun, können wir diese Begierden, diese Sünde, die so schmackhaft ist manchmal, widerstehen und besiegen. Das heißt, wir laufen mehr Richtung Gott, bis wir gar nicht mehr sündigen. Aber die Sünde, die wir jetzt tun, die ist schon vergeben. Wie Paulus auch schon gesagt hat, dass es ein Kampf ist. Wir tun manchmal das, was wir gar nicht wollen. Aber wir haben jetzt dieses Wollen bekommen. Wir wollen nicht sündigen, aber ab und zu fallen wir noch zu kurz. Wir sind zwar frei von Schuld, aber das heißt natürlich nicht, wir können tun und lassen, was wir wollen. Ich sage immer, jemand, der behauptet, Jesus wirklich nachzufolgen, also jemand, der behauptet, dass er wirklich getauft ist vom Heiligen Geist, der möchte Gottes Willen tun und möchte nicht mehr sündigen. Sündigen ist das, was wir nicht wollen. Und ich glaube auch, jemand, der sagt, ich habe jetzt das Ticket in den Himmel, jetzt kann ich ja tun und lassen, was ich will, weil meine Sünde vergeben ist, ich glaube nicht, dass er wirklich ein Nachfolger Jesus ist. Und damit glaube ich nicht, dass er wirklich jemals Jesus wirklich angenommen hat. Zu dem Thema, ob man durch die Taufe Gemeindemitglied wird. Manche Gemeinden machen das so, dass sie jemanden taufen und dann automatisch zu dieser Gemeinde gehören und ein Mitglied werden. Aber das ist natürlich komplett jeder Gemeinde überlassen, wie sie das sehen. Das Wichtige ist einfach nur die Taufe an sich. Und dann komme ich noch zu der Kindertaufe. Oder wie ich es gerne sage, Kindestaufe. Gibt es Kindestaufe eigentlich? Ich weiß nicht, warum es in meinem Kopf ist, aber in meinem Kopf gibt es das Wort Kindestaufe. Nicht Kindertaufe. Für mich keine Ahnung, warum. Wie auch immer, schreibt es mir unten in die Kommentare, ob Kindestaufe überhaupt existiert. Nirgendwo in der Bibel spricht es davon, dass wir unsere Kinder, Neugeborenen, taufen müssen. Und wenn ihr mir zugehört habt, wisst ihr auch, ein Kleinkind oder ein Baby kann gar nicht getauft sein, weil es eine Entscheidung ist, die man treffen muss. Man muss erstmal verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und dann muss man diese Entscheidung und diese Schuldvergebung erstmal annehmen. Man muss auch erkannt haben, wo man gesündigt hat. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dass ein Baby getauft wird. Ein Baby müsste also sich
freiwillig entscheiden, Jesus anzunehmen, bevor es überhaupt verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat. Der Grund, wieso manche Babys taufen wollen, ist, weil sie denken, dass Babys in den Himmel kommen. Weil, wie ich ja gesagt habe, wenn du nicht getauft bist, kannst du nicht in den Himmel kommen. Und ich habe euch gesagt, dass es heilsentscheidend ist, sich taufen zu lassen. Und deshalb verstehe ich, wieso man so denkt, aber das müsste ja implizieren, dass Babys automatisch in die Hölle kommen, wenn sie nicht getauft sind. Aber ob Babys in den Himmel kommen oder in die Hölle kommen, das ist ein Video, was ich noch machen werde. Falls ihr das Video nicht verpassen wollt, müsst ihr diesen Channel hier abonnieren. Aber ich wollte nur sagen, dass nirgendwo in der Bibel Kindertaufe oder, wie ich es gerne sage, Kindestaufe vorkommt. Aber ja, das war's für heute. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Falls ihr online eine christliche Gemeinschaft haben wollt, ich habe einen Discord-Server, wo hunderte Christen sich austauschen. Wir haben Bibelstunden, wo ihr teilnehmen könnt. Ihr müsst noch nicht mal was sagen, ihr könnt auch einfach nur zuhören. Den Link zu dem Discord findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und außerdem unten in der Beschreibung findet ihr eine Playlist von meinem Markus-Evangelium Bibelstunden, die ich auch jede Woche halte und hier auf YouTube hochlade. Aber ja, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ein paar Fragen beantwortet. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Core hier, ihr da, alles klar. Und hier habe ich immer zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal habe ich hier ein Video über die Gaben des Heiligen Geistes und was sie sind. Und hier habe ich ein Video, wie kommen wir in den Himmel?